Volle Konzentration, Manuel Neuer. Jetzt muss alles nach Plan laufen. Und das gilt nicht nur wie hier bei Dreharbeiten für einen Werbespot, sondern auch für die nächsten Spiele in der Bundesliga. Die Bayern derzeit nur Verfolger. Für die sonst so Erfolgsverwöhnten ein ungewohntes Bild. Wir sind seit Jahren national unter Druck. Jetzt ist vielleicht in diesem Jahr Leipzig noch dazugestoßen, aber grundsätzlich ist unser Konkurrent Nummer 1 Borussia Dortmund und ich denke auch, dass sie eine starke Rückrunde hinlegen werden und da haben wir nicht nur Leipzig, sondern auch andere Mannschaften. Der Rekordmeister unter Druck. Manuel Neuer aber weiß, dass man auch diesen Phasen, in denen eben nicht alles nach Plan läuft, etwas Positives abgewinnen kann. Auch für sich. Ganz persönlich. Man stärkt auch, glaube ich, seinen Charakter, wenn man mit Schwächen im Leben umgehen kann und wenn man auch vielleicht mal den einen oder anderen Fehler macht, dass man auch dann zu sich selbst sagen kann, das habe ich verbockt. Und wenn man immer in den Spiegel schauen kann und ehrlich zu dir selbst ist, dann glaube ich, ist es ja, wirklich auch hilfreich. Aber eigentlich ist ja der Erfolg sein ständiger Begleiter. 2006 bestritt der heute 30-Jährige sein erstes Bundesligaspiel. Ein Leben für den Sport, auch wenn er als Kind kurzzeitig einen ganz anderen Berufswunsch hatte. Ich glaube, in ganz jungen Jahren wäre es der Polizist geworden, weil mein Vater auch Polizist war. Aber später, als ich dann auch in der Oberschule war, war es so, dass ich auch eigentlich mein Abitur machen wollte und Sport studiert hätte erstmal und dann meinen Weg schon mir gesucht hätte. Und so wurde er zum besten Torwart der Welt. Aufgeben, das gab es nie für ihn. Deshalb macht ihn auch die derzeitige sportliche Situation nicht nervös. Nein, sie ist viel mehr Motivation für die kommenden Aufgaben. Wir sind ja alle sehr ehrgeizig und wollen immer Erster sein. Jetzt sind wir ein bisschen hinten dran, aber haben noch alles in der eigenen Hand und wollen natürlich versuchen, in der Winterpause oben zu stehen und wollen natürlich versuchen, so schnell wie möglich auf Tabellenplatz 1 wieder sein. An Manuel Neuer wird es wahrscheinlich nicht scheitern, denn dieser Mann gibt immer alles. Vor der Kamera und auch auf dem Platz.